Ja, hallo und wieder einmal willkommen bei Pierre Slot Racing und heute mal mit einem anderen Thema nach der ganzen Bastelei, muss ja auch mal sein, und zwar drei neue GT-Fahrzeuge im Rennstall bei mir und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, dann packen wir doch mal die Fahrzeuge aus. Ach, ist das schön, drei neue Fahrzeuge, ja. Allerdings der erste hier, der kam schon im Sommer letzten Jahres 2021 raus und auch bei mir an, aber ich habe mich noch zurückgehalten. Nein, ich habe schon mal runtergeschummelt, ist doch klar. Aber für den dramatischen Effekt packe ich mir das nochmal aus. Und zwar, es ist der McLaren 720S GT3 Nummer 16 in einem schönen Blau gehalten und dankbarerweise steht auch die Farbbezeichnung überall auf dem Fahrzeug drauf. Dieser Wagen ist erschienen 2021 bei Carrera in der Digitalversion unter der Nummer 200309. Und jetzt lassen wir nochmal kurz aus der Box. Gut, das spulen wir jetzt ein bisschen vor. Jeder, der so ein Fahrzeug ja mal neu gekauft hat, weiß ja, was das für ein Genubbel da unten ist. So, jetzt haben wir ihn aber aus der Box befreit, beziehungsweise oben den Deckel erstmal abgemacht. Und ja, also wirklich gefällt mir sehr gut. Dann machen wir jetzt mal die Schraube ab und schauen uns mal den Wagen von allen Seiten schön an. Interessant ist einfach, dass dieses Blau in matt gehalten ist. Ja, also dieses Hellblau wie auch das Dunkelblau ist komplett matt, nur auf dem Dach haben wir so einen glänzenden Blaueffekt. Ja, und wie immer bestechen die Fahrzeuge durch ihr Detailreichtum von allen Seiten. Wunderbar, der gefällt mir. Ja, den wollte ich unbedingt haben, weil meine Frau ja mit ihrem McLaren bei uns im Verein eine Top-Zeit mal hingelegt hat. Und ich hoffe, das mal irgendwie mit diesem Wagen auch noch auf die Reihe zu kriegen. Es gibt nachher noch ein paar schicke Fotos, hoffentlich schick. Und dann nehmen wir uns erstmal das nächste Fahrzeug vor. Es soll hier auch ein bisschen vorangehen. Muss ja nicht jeder Film gleich 3 Stunden dauern, nicht? So, da ist er jetzt, der nächste Lamborghini Huracan GT3 und zwar hier vom Team Konrad Motorsport mit der Startnummer 7. Ja, der hat es mir mal angetan beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, da fuhr er ja auch in dieser Farbgebung. Ich weiß nicht, ob sie Startnummer 7 war, das können wir mal rauskriegen und dann kommt sie eh nochmal irgendwann zu einer Fahrzeugvorstellung. Ja, jedenfalls sehr schickes Modell, ist jetzt der dritte Lamborghini bei uns im Rennstall. Lass er mal frei. Und dieser Wagen ist auch im Jahr 2021 bei Carrera erschienen. Die digitale Version mit der Nummer 200309 68. Und auch wieder, klar, super detailliert, ein schickes Modell. Wie gesagt, nachher auf den Fotos noch ein bisschen besser zur Geltung gebracht. Okay, dann packen wir jetzt mal den dritten im Bunde aus. Und zwar, was kommt da heraus? Es ist ein Aston Martin Vantage GT3 D-Station Racing mit der Startnummer 7. Und das Ganze in einem, ja, schönen grünen Metallic. Geht so in die Richtung British Racing Green. Interessant ist, hinten so im Bereich haben wir noch einen Streifen. Mattiertes Grün, sagt man das so, mattiertes Grün. Ansonsten die Kontraste sehr schick mit diesem Neongelb. Die Kanten so ein bisschen akzentuiert. Also auf den habe ich es wirklich abgesehen. Auf den freue ich mich auch. Es ist der erste Aston Martin bei uns im Rennstall. Und mal schauen, wie der so performen wird. Also wie er so abgeht, wie er so fährt, wie er schnell wird. Also, na, ihr wisst ja schon. Auch ein 1:32 Digitalmodell von Carrera, jetzt vor kurzem erschienen erst, vor ein paar Wochen glaube ich war das, und der hat die Nummer 200309 94. Das ist der letzte Neuzugang. Ja, und natürlich müssen die Fahrzeuge noch vereinsgerecht Reglement entsprechend aufgebaut werden. Na, die kriegen halt alle ihren Frankenslot Lightkeel, den Slot Devil Motor 7024 und natürlich entsprechenden Tuningreifen. Beim Aston Martin haben wir hier die 33B von Ortmann, beim Lamborghini die 51B bzw. 49A OG von Ortmann und bei dem McLaren haben wir die 51, 51B bzw. 33er B Reifen zu montieren. Und wie versprochen, entlasse ich euch jetzt noch mit ein paar schicken Fotos von diesen wirklich sehr schicken Fahrzeugen. Deswegen hatte ich ja auch die Fotobox gebaut, das war ja der Sinn dahinter. Genießt es einfach, schaut kurz zu, lehnt euch zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut bis dahin, ciao, ciao. Ach, seht ihr mal, mein erstes Unboxing-Video. Katzenvideo hatten wir auch schon.